Konrad Wilczynski erhält von den Füchsen Berlin nächstes Jahr keinen neuen Vertrag und muss damit das Überraschungsteam der Saison bereits nächsten Sommer verlassen. Die Frage war, wie motiviert würde der Linksaußen dadurch gegen Hannover Burgdorf zur Werke gehen? Die Antwort: sehr motiviert. Das 1:1 in der vierten Spielminute, nur eines von drei schnellen Toren des Österreichers in der Anfangsphase. Hannover aber hielt im Fuchsbau zu Beginn gut dagegen. Vor allem in Form von Ivis Jurz. 5 der ersten 9 Tore gingen auf das Konto des Letten. Hannover auf 2 Tore dran. Und Jurz machte weiter. Das 10:9, doch der Anschlusstreffer war teuer erkauft. Der 27-Jährige knickt bei der Landung um, verletzt am Mittelfuß und das Aus zumindest schon mal für diese Partie. Hannover aber kämpfte weiter, blieb bis zur Pause dran und verkürzte durch Lars Lehnhoff noch einmal auf 2 Tore Rückstand. 16:14 die Berliner Halbzeitführung im mit über 10.000 Fans gut gefüllten und weihnachtlichen Fuchsbau. Berlin erhöhte in der zweiten Hälfte das Tempo, Schluss mit lustig Alexander Pettersson aus dem Rückraum und die Füchse zumindest mit einer 4-Tore-Führung eine Viertelstunde vor Schluss. Und Berlins Abgänger Konrad Wilczynski hatte im ganzen Spiel nicht aufgehört zu treffen. Eine überragende Partie des Österreichers. Mit ganzen 10 Toren war Wilczynski Topscorer der Partie. Der letzte Treffer des Spiels ging auch auf das Konto von Konrad Wilczynski. Berlin siegt so zu Hause überzeugend 36:28 gegen Hannover. Auch dank der überragenden Leistung von Wilczynski, für den diese Leistung überhaupt kein Thema war. Natürlich bin ich noch motiviert. Ich habe jetzt 5 sehr schöne und erfolgreiche Jahre verbracht. Und ja, es gehört dazu im Sport, aber ich werde alles dafür tun, dass die Füchse so weit wie möglich oben stehen nach der Saison. Konrad Wilczynski selbstlos und durch 10 Treffer mit bester Eigenwerbung, um vielleicht bei einem anderen Perspektiv- oder Topverein einen neuen Vertrag zu bekommen.